Hallöchen, mein Name ist Mpox und heute gibt es mal wieder ein kleines Meinungsvideo. Heute zu The Crew, dem Open-World-MMO-Racing-Spiel aus dem Hause Ubisoft. Das Spiel war jetzt schon zweimal in der Closed-Beta-Phase, ich habe beide mitgezockt und komme auf insgesamt so etwa 10 Stunden Spielzeit. Ja, was macht das Spiel aus? Das Spiel ist erstmal riesengroß. Die Karte stellt Amerika dar. Man kann durch Orte wie Las Vegas, da waren wir auch in der Beta, Miami, Detroit, New York oder Los Angeles fahren. Und alleine die Tatsache, dass man vom äußerst rechten Punkt, also äußerst östlich, bis nach ganz in den Westen 1,5 Stunden Ingame-Fahrzeit braucht, kann euch schon so in etwa ein Gefühl dafür geben, wie riesig diese Welt ist. Also auf jeden Fall größer als die von Burnout Paradise oder GTA 5. Das Spiel ist allerdings damit zu vergleichen. Also ich sag mal vom Handling her, vom Fahrgefühl her, das ist bei einem Rennspiel natürlich das Wichtigste meiner Meinung nach, kann man das Spiel eher so in die GTA 5 bzw. Watch Dogs Riege einordnen. Es fährt sich nicht wie ein traditionelles Rennspiel wie Need for Speed oder gar Gran Turismo, Forza oder sowas. Es ist super arcade-lästig und man hat immer so das Gefühl, man könnte jederzeit aussteigen. Die Autos, die fahren sich natürlich so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt knackige Sportwagen, wie irgendwelche Porsche, VW ist dabei, GTI oder sowas. Oder es gibt, wie natürlich das Setting auch hergibt, ganz, ganz viele Ami-Schlitten, die dann eher so ein bisschen schlittern und nicht ganz so hart auf der Straße liegen. Es fährt sich gut, aber es ist auf keinen Fall eine Simulation, sondern eher ja, mit dem Handling von GTA oder Watch Dogs zu vergleichen. Ja, dann gibt es natürlich eine ganz, ganz große Online-Komponente. Man kann, wie der Name schon sagt, eine Crew bilden und mit der zusammen natürlich dieses Roaming einfach über die Welt fahren, was schon in GTA Online natürlich richtig viel Spaß gemacht hat. Das kommt hier nochmal auf ein ganz anderes Level, weil man dann einfach in den Autos die ganze Zeit durch die Gegend fährt, natürlich die Story-Mission gemeinsam machen kann, man kann die Challenges gemeinsam machen, man kann im Grunde alles gemeinsam machen, man kann natürlich auch gegeneinander fahren, dafür gibt es dann spezielle PvP-Hubs und so weiter. Also die Online-Funktion ist bei The Crew ganz groß geschrieben. Leider war es bei meinen Test-Sessions so, dass die Server dann mal wieder down waren, dann funktionierte das nicht, dieses kooperative Gameplay hatte Pannen und so weiter und so fort. Es ist noch in der Beta, kommt zwar schon am 11. November raus, aber irgendwie hat da was noch nicht ganz gestimmt. Ich denke, die werden das schon richten. Ja, ihr seht die ganze Zeit schon Bildmaterial zum Spiel. Das Spiel sieht geil aus, meiner Meinung nach. Viele sagen, das ist Grafik, die kenne ich schon von GTA San Andreas. Natürlich hat man das vielleicht ein bisschen anders in Erinnerung. Also es ist schon echt lecker. Das Spiel kommt auch nur für PS4, Xbox One und PC. Also das heißt, die Last-Gen-Konsolen, die werden da gar nicht beachtet. Und man merkt das schon, dass es auf jeden Fall zwar nicht top of the line ist, also es ist nicht das Beste vom Besten grafisch, aber es sieht schon echt lecker aus. Also gerade wenn man in der Nacht fährt, die Lichtereffekte oder die Sunflares, die einem da entgegenkommen und insgesamt, wenn viel Traffic auf der Straße ist etc., sieht das schon ganz gut aus. Die Welt ist recht belebt, da hüpfen also auch mal ein paar Rehe rum oder keine Ahnung, irgendwelche Gitarrenspieler sind am Wegesrand in New York und spielen da und wollen von denen nicht überfahren werden und so weiter. Also es ist überhaupt nicht steril und die Welt lebt und sieht meiner Meinung nach ganz schick aus. Wir sind am Ende der Beta dann nochmal nach Las Vegas gefahren. Da gab es zwar keine Mission mehr, weil das Level Cap auf 10 lag, aber man ist einfach mal durch Las Vegas gefahren und kannte natürlich auch den Strip und so weiter. Man wusste einfach, das ist Las Vegas und genauso wie Miami, Detroit oder New York einfach als diese Städte wiedererkannt werden mit ihren markanten Merkmalen und so weiter. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Natürlich alles komprimiert, ihr müsst euch vorstellen, dass andere Open-World-Spiele sich einer Stadt bedienen und daraus auch eine Riesenwelt machen. Das ist halt von jedem immer nur so ein bisschen, aber das macht das Ganze sehr abwechslungsreich. Ja, apropos Abwechslung, was kann man in The Crew machen? Es gibt die klassische Story. Ja? Die Story wird erzählt in Cutscenes und ist meiner Meinung nach mega langweilig. Das ist so eine richtige Klischee-Story. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch zusammenkriege. Ich habe irgendwann abgeschaltet, wirklich jedes Video geskippt. Man spielt halt so einen Typen, der sieht aus wie der junge Walter White. Das ist auch schon das Coolste an der Sache. Und ja, sein Bruder wird irgendwie erschossen und man wird dann irgendwie festgenommen. Und
dann bietet einem irgendeine schickimicki FBI-Agentin einen Deal an, ja, komm hier, wenn du uns hilfst und irgendeine komische Racing-Bande da infiltrierst und dich da hocharbeitest, indem du so der krasse Racer wirst, dann sprechen wir dich frei und machen dir wieder eine weiße Weste, bla bla bla. Also so richtig Fast and the Furious-mäßig oder wie man es halt klischee-mäßig von jedem schlechten Autofilm oder so kennt. Und die ging mir persönlich hinterher voll auf den Sack, diese Cutscenes, und ich habe sie halt immer weggedrückt. Aber man kann sich halt in der Story entlanghangeln. Das ist auch ganz nett, dass man in der Story natürlich so sein erstes Auto auch geschenkt kriegt. Und da fängt für mich das eigentliche Spiel an, weil man kann direkt am Anfang sein Auto auswählen. Man kriegt dann von dieser Zoe eins geschenkt. Ich habe da einen Chevrolet Camaro genommen und den konnte man halt auch richtig geil anpassen. Man konnte den lackieren und das Ganze wurde sehr geil animiert. Der wurde dann so auseinandergenommen, der Wagen, und man kann Motorhauben ändern, Stoßstangen ändern, dann Seitenschweller ändern und man kann Decals drauf machen, Aufkleber, Lackierung, Flipflop-Lack und hast du nicht gesehen, Spoiler. Gibt's alles. Es gibt auch Leistungsupdates, wo man wirklich jedes einzelne Teil dann auch nochmal updaten kann, um sein Auto schneller zu machen. Das wird dann hinter den Punkten gemessen. Es gibt dann auch so Events, die man nur mit speziell getunten Autos dann quasi machen kann. Und es gibt bei diesen Leistungsupdates aber auch so eine Auto-Equip-Funktion, sprich, wenn man eine Mission gewonnen hat und dann, keine Ahnung, ein neues Auspuffteil bekommt, dann klickst du einfach auf Auto-Equip und das wird dann automatisch verbaut und man kriegt das gar nicht so mit. Also ich fand die optischen Sachen ein bisschen lustiger, einfach weil man da sehr, sehr viel anpassen konnte. Also mein Camaro sah dann hinterher auch genauso aus, wie ich ihn wollte. Ihr seht ihn hier auch schon die ganze Zeit auf den Straßen, schön in Orange mit einer geilen Carbonhaube, vorne komplett clean, die Scheinwerfer hinter, so Racing-Gittern. Das hat echt Spaß gemacht und da hatte ich voll Bock drauf. Ja, es ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein MMORPG. Also das heißt, man kann nicht seinen Charakter, sondern in dem Fall sein Auto halt komplett anpassen und das passiert halt nicht nur in der Optik und in der Leistung, sondern auch in diversen Specs. Ja, wie ihr das von einem Hexenmeister kennt, der verschiedene Talentbäume hat, Demologie und was es da noch so alles gibt, ist es so, dass man bei seinem Auto halt einen Street-Spec hat, einen Dirt-Spec, einen Performance-Spec und so weiter und so fort. Beim Street-Spec ist zum Beispiel alles eher so auf Straße getrimmt, man hat so ein ganz normales Bodykit etc. Und beim Dirt-Spec wird das Auto höher gelegt, kriegt vorne 4 Zusatzscheinwerfer irgendwie drauf, damit man natürlich auch noch eine krasse Sicht hat etc. Und das Ganze spielt sich dann natürlich ein bisschen schwammiger, einfach weil ein Geländewagen nicht so bretthart auf der Straße liegt wie ein Rennwagen. Ja, das Performance-Spec ist eher so das Rennwagen-Niveau, da gibt es dann komplett flach, wo man noch nicht mal über eine Zigarettenschachtel fahren kann und Spoiler dran und bretthart auf der Straße, ist aber total scheiße halt im Gelände. Und je nachdem, worauf man so Bock hat, kann man umspecken, auch während man auf der Welt unterwegs ist. Speckt dann einfach um und sagt, ah, ich mache jetzt hier ein paar Gelände-Challenges und so weiter und so fort. Und kann dann so agieren, wie man möchte. Ne? Genauso wie mit eurem Krieger in WoW, keine Ahnung, auf Tank speckt und irgendwo tanken geht, kann man hier halt auf Dirt specken und dann irgendwo im Matsch rumfahren. Ne? Also so ist das hier gedacht. Und das hat auch ganz gut funktioniert und man hat so ein bisschen auch mit der Zeit, gerade in der Beta war es ja nicht so wirklich lang, eine Beziehung mit seinem Auto aufgebaut und hatte da echt Bock, einfach das Ding weiter abzugraden. Und ich war echt traurig, als bei Level 10 dann Schluss war, weil ich meinen Wagen halt so richtig krass machen wollte. Und ja, dazu bin ich nicht gekommen. Man konnte nur Street und Dirt Spec spielen, hat sich aber schon ganz gut gezeigt, worauf das Ganze hinausläuft. Ja, ich habe euch von der großen Karte erzählt. Natürlich fährt man da viel durch die Gegend und während man da so durch die Gegend fährt, ist es vielleicht teilweise ganz langweilig und da kommen so kleine Mini-Challenges, so Skill-Challenges ins Spiel. Da muss man dann wirklich sehr präzise lenken und Sachen treffen etc. Da gibt es Weitsprung, wo man dann in so eine spezielle Zone mit einer Sprungschanze springen muss. Dann gibt es Slalom, wo man einfach links und rechts an so Hindernissen entlang muss. So Torfahrten, wo man ganz präzise dann lenken muss. Dann gibt es so eine Challenge, da muss man auf der Straße bleiben. Also immer, wenn man von der Straße runterkommt, gibt es dann keine Punkte. Und da kann man sich natürlich auch mit seinen Freunden und mit irgendwelchen Weltranglisten messen. Das macht das Open-World-Fahrgefühl einfach ein bisschen spaßiger, einfach weil immer wieder was dazukommt. Am Anfang hat mich das natürlich ein bisschen gelangweilt, weil ich einfach weil die ganze Welt für mich neu war. Aber ich sag mal, wenn man ein paar Mal über die Welt gefahren ist, dann kommen diese Challenges vielleicht ganz gelegen, einfach weil man auch Updates und so weiter für bekommt. Da kann man quasi farmen, so müsst ihr euch das vorstellen, diese Skill-Challenges. Die Mini-Challenges sind eher so wie beim MMO, wie man das so als Farmen kennt. Ne? Man fährt durch die Gegend und updatet halt sein Auto, indem man so ein paar Creeps kloppt oder halt diese Mini-Challenges macht. Ne?
ist dann eigentlich ganz cool gewesen. So im Nachhinein, ich habe die hinterher auch alle noch gespielt, war es eine ganz schicke Geschichte. Ja, aber es gibt nicht nur diese Skill-Challenges und Mini-Challenges, sondern auch natürlich die, die Story-Mission, ne? Die, ja, es gibt so, ich sag mal, verschiedene Typen von Missionen. Es gibt die ganz klassischen Rennen, halt werde Erster, ne? Dann gibt es eine Verfolgung, da bist du von Cops verfolgt, wie man das aus Watch Dogs oder GTA kennt, wo man dann aus dem Radius der Verfolgung entfliehen muss und gewinnt dann. Dann gibt es noch die Flucht, meinte ich, also die Flucht vor den Cops, wenn man, kennt ihr das, ne? Das sind so Kreise auf der Minimap und da muss man dann rausfahren und wenn die Cops dann aus der Reichweite sind, hat man halt gewonnen. Und bei der Verfolgung ist es genau andersrum. Das ist eigentlich ganz cool. Da gab es so eine Mission irgendwo mit so einem Geländespec-Auto, wo man ja, jemanden dann so rammen musste. Der hatte halt verschiedene Hitpoints und der ist vor dir abgehauen. Und du musstest halt hinter dem herfahren und dem irgendwie immer in die Seite reinfahren oder von hinten irgendwie in den Kofferraum, bis der halt kaputt war. Ne? Also so ein Takedown-Mission könnte man das nennen. Fand ich auch ganz geil. Ne? Dann was gab es noch? So Lieferungsmission, da hast du irgendeine fette Karre gekriegt, ein Porsche oder sowas und musstest den dann abliefern, natürlich am besten ohne Kratzer, das kennt man glaube ich auch aus GTA, gibt es so Missionen, ne, wo man vorsichtig fahren muss, aber dennoch die Zeit im Auge behalten muss, weil eben, ja, es muss halt schnell gehen, man kann sich dann, kann ja nicht so rumdrödeln etc. Dann gibt es noch Zeitfahren ist auch ganz cool, weil es da verschiedenartige Zeitfahren-Missionen gibt, natürlich auch einmal im Dreck, das ist so eine der ersten Missionen, wo man ja, quasi einfach nur über irgendwelche Wiesen jumpt und so weiter und ziemlich schnell halt die Checkpoints passieren muss. Ist auch relativ knackig vom Schwierigkeitsgrad. Und es gibt natürlich auch Zeitfahren, weiß nicht, auf der Rennstrecke oder sowas. Haben wir auch gespielt. Direkt auf der Rennstrecke kann man dann da halt Zeitfahren absolvieren. Ist insgesamt wirklich sehr abwechslungsreich und hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ihr habt das jetzt hier schon öfter gesehen. Es gibt auch verschiedene Perspektiven natürlich. Es gibt die klassische Vogelperspektive, das Third Person, ziemlich weit weg. Dann gibt es ein bisschen näher dran, die Stoßstangenperspektive gibt es. Was bei so einem Spiel überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist zum Beispiel die Innenansicht, ne? Cockpit-Perspektive. Fand ich auch recht geil, dass es bei so einem Spiel gibt. Und es fährt sich sehr gut, weil die Kamera in den Kurven immer so ein bisschen mitgeht. Und ja, es macht einfach Spaß. Und selbst ich als Cockpit-Perspektiven-Muffel hat da echt Bock bekommen, mal länger in der Cockpit-Perspektive zu fahren. Und ich habe das Ganze auch gestreamt und habe das Ganze dann auch wirklich für die Zuschauer gemacht, weil die auch sehr interessiert an verschiedenen Perspektiven waren. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, was ich nicht so gut fand, ist natürlich, dass in der Beta ja, dass die Multiplayer-Komponente nicht so wirklich gut funktioniert hat. Das war ein bisschen schade. Dann hat man natürlich für jeden Scheiß irgendwelche Medaillen und so weiter gekriegt und das wurde alles sehr, sehr groß auf dem Bildschirm angezeigt. Also gerade bei den Skill-Challenges oder so, da kam dann ja bla bla bla, Goldmedaille, Bronzemedaille, Silbermedaille, so und so viele Punkte, das Teillaste gekriegt und Freundesliste und alles wird ja auf dem Bildschirm eingeblendet und teilweise hat es gestört. Es war zwar schön, dass du diese Challenges quasi automatisch angenommen hast, aber es war halt blöd, dass dir das den ganzen Bildschirm voll gespammt hat, obwohl man mit einer 2500er Auflösung oder so unterwegs war. Also das könnte man auch ein bisschen kleiner machen. Fällt natürlich als PC-Spieler enorm auf der Konsole wird das wahrscheinlich gar nicht so krass sein. Ja, auf der Welt, falls ihr euch denkt, Mensch, anderthalb Stunden von rechts nach links, da bin ich ja die ganze Zeit nur am Rumeiern. Wenn man eine Location, also eine Mission, die irgendwie auf der Straße rumliegt quasi, schon gefahren hat und an dem Spot schon war, kann man sich auch dort schnell hin teleportieren. Ne? Also das heißt einfach auf die Karte ist recht cool und dann den Spot anwählen und zack, ist man schon da. Genau das gleiche gilt, wenn man eine Crew bildet, ja, mit ich glaube, drei Mitstreiter können dann da mitfahren in der Crew, kann man sich auch zu seinen Crewmitgliedern hin teleportieren, ne? Dass man halt zusammen einfach so durch die Gegend fahren kann. Ja, also ich, um mal zu einem Ende zu kommen, ich könnte jetzt noch da lange weiterlabern, einfach wenn mir das Spiel gefällt. Ich habe zwar viel Hate mitbekommen, dass viele sagen, ja, das ist total kacke, das Spiel sieht kacke aus, bla bla bla, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil es mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Man hat einfach das Gefühl gehabt, dass man sein Auto immer weiterentwickeln will. Die Welt sah super aus, wie gesagt. Und wenn diese Online-Funktionalität noch komplett funktioniert, ist es eine wirklich geile Sache. Es kostet natürlich nichts monatlich. Nicht, dass ihr denkt, MMO muss ich jetzt schon für Rennspiele monatlich bezahlen. Nein, natürlich nicht. Ihr kauft das Spiel und könnt dann ganz normal fahren. Ja, das Spiel, habe ich glaube ich schon gesagt, kommt am 11. November für PC, PS4 und Xbox One. Ich empfehle das auf jeden Fall zu holen, weil es
wenn ihr Rennspiele mögt, wenn ihr MMOs mögt, genauso wie ich, das sind so zwei Genres, so fast meine Lieblingsgenre mit Jump'n'Run zusammen, dann ist das einfach eine gute Kombination und vielleicht habt ihr hier im Video sehr viel Bildmaterial, was ich komplett aufgenommen habe, gesehen und schreibt einfach mal in die Kommentare, ist das was für euch oder spielt ihr lieber Forza oder Need for Speed Rivals, was ich eher, was zwar auch arcade-lastig ist und auch mit so einer Open World funktioniert, also Need for Speed Rivals, aber schon viel kleiner ist und sich auch eher wie ein Rennspiel anfühlt, ne? Wie ich habe ja schon gesagt, also ja, The Crew ist eher so wie Watch Dogs oder GTA vom Feeling her, aber wer GTA Online mit Autos gefahren hat, wird das hier auf jeden Fall lieben. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt schon bei 15 Minuten. Ich muss jetzt raus und hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem ausführlichen Meinungsvideo diesmal. Und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, was ihr so von The Crew haltet. Bis dann. Tschaußen.